Leute, also wir haben heute mal ein Opening hier für euch. Legendary Duelist, Ancient Millennium. Ihr habt euch zwar schon immer gefragt, wer hinter dem Ganzen steckt. Das ist mein Kanal, nur Schattenspieler macht es zum Glück für mich. Und ja, wir wollten euch mal ein Opening heute präsentieren und dann machen wir das Ganze doch mal. Ich will das Ganze nur vielleicht mal aufmachen. Cooles Set, viele coole Karten drin aktuell. Vielleicht habt ihr davon gehört, die antike Antriebsfusion ist drin. Dann haben wir noch Crystal Bound und halt natürlich Millennium Ice. Danach gucken wir jetzt natürlich. Erstes Pack, ich hoffe, ihr seht alles gut. Dann haben wir einmal nichts. Perfekt. Dann haben wir hier den coolen Wachendrachen Level 7. Und eine Super Rare. Dann haben wir die umgewandelte Insektenkönigin. Pistolendrache. Instant Fusion, immer sehr gut. Kristallfreisetzung. Ätzende Schuppen. Ja, natürlich, die selbstverständlich so ein paar Rares sind da immer drin. Sind leider nicht so interessant, aber Ojamas haben wir drin. Die bewaffneten Drachen sind drin. Tausendäugiges Opfer, sehr cool. Und natürlich Tomb Kingdom. Aus solchen Karten guckt man natürlich auch. Die Karten könnt ihr dann selbstverständlich bei uns auf Kartmarkt dann erwerben. Oder auch bei eBay, wobei bei Kartmarkt haben wir alles. Dann haben wir einmal die aufgegebene Fusion in Ultra Rare. Wenn ihr auch Displays oder Booster erwerben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Wenn ihr bestimmte Karten sucht, zum Beispiel Place von Tomb Kingdom, weil die werden wir wahrscheinlich nur ein, maximal zweimal drin haben, ist natürlich einfacher, dann sofort das Playset so zu kaufen, einzeln so. Duell quer durch die Dimensionen. Noch nicht die Nonplusultra-Karten, aber vielleicht kommt das ja noch. Sonst für Infos, abonniert doch mal unseren Facebook-Kanal. Gleichzeitig auch unser Instagram. Dann seht ihr immer die ganzen Updates über die neuen Listen. Zum Beispiel wird gerade hinten Arsenal nachgelistet, ein großer Restock. So ist natürlich immer interessant. Einmal die Regenbogenbrücke und ganz cool ist natürlich auch der Saphir Pegasus. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, solche Openings, ob ihr sowas mal gerne sehen wollt. Natürlich wird die Series weitergeführt von Schattenspieler, also der es für uns macht. Wie man mit Yu-Gi-Oh! Beginnt. Ultimativer Kristallkreis. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller, damit es ein bisschen schneller geht. Ihr wollt ja auch nicht 10 Minuten davor sitzen und die coolen Karten sehen. Leider nicht. Wir gucken eigentlich für das Millennium-Eis-Opfer, heißt das glaube ich. Irgendwie so eine Art. Da ist es doch, mit Ansage. Die Karte ist gerade aktuell sehr beliebt und auch gestiegen im Preis. Sehr gut in diesem neuen Zombie-Deck. Obwohl man mit Instant Fusion kann man dann in Linkoribo gehen. Sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt, man hat hier sehr gute Casual-Karten wie Regenbogenbrücke, Tomb Kingdom etc. Und hier ist die Kopierkatze, Mimikatch. Sprich, finde ich ein sehr gut gelungenes Set. Kann ich jedem empfehlen. Gibt es natürlich als Display auch bei uns. Oh, noch eine. Also es ist eigentlich nicht so normal, dass man zwei Stück davon hat. Das ist ganz cool. Einmal der bewaffnete Drachenkatapultkanone. Was sehr interessantes. Einmal Kristallverbindung. Sehr coole Karte. Keycard plus Crystal Beast. Die glaube ich auch noch so bei 17, 18 Euro. Auf jeden Fall sehr interessant. Was haben wir denn noch drin? Also jetzt bin ich gespannt, wenn jetzt noch was drin ist. Das wäre natürlich sehr überraschend. Das Display ist schon sehr, sehr gut. Oh, Trolls von Kingdom. Also wie ihr seht, man kann auch sehr, sehr gut aus diesen Displays ziehen.
Hier auch nochmal eine sehr starke Karte. Regenbogen nach Überdrachen. Wir ziehen eigentlich sehr, sehr gut. Ja, vielleicht noch ein, zwei Instant Fusions. Zufrieden sein dürfen wir auf jeden Fall schon mal. Und ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Oh, noch ein Kokon, auch noch. Ja, ich glaube, jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr beschweren. Wie gesagt, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr sowas noch findet. Hier seht ihr auch nochmal unseren Username für Cardmarket und für eBay. Poster haben wir immer auf Cardmarket, aber wir haben natürlich auch vorgefertigte Decks für euch, gerade für die Anfänger und für euch auf eBay. Das ist natürlich sehr interessant. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Regenbogendrache natürlich auch sehr cool. Und nochmal einmal Schwermetallplünderer. Karte, antike Antriebsbögen. Oh, ich glaube, das Display ist gerade zum besten Display geworden, was man haben kann. Ich lege es nur noch mal so kurz hin, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Natürlich, wenn ihr so ein Display dann bei uns kauft, dann dürft ihr euch natürlich freuen, dann habt ihr den doppelten Preis direkt raus. Die Fusion müsste gerade bei knapp 25 bis 30 Euro liegen. Das Millennium war ja bei 20 und die Yao ist ja bei 20 und Kokon ist gerade auch gestiegen bei 8 bis 10. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Pack. Ich hoffe, ihr habt es hat euch gefallen. Thumbs up wäre super und Instagram und Facebook abonnieren.